Ja, hallo, also ich habe vor kurzem mit dem Johannes telefoniert. Also es sind dort, glaube ich, dutzende Polizisten in schwerster Armierung in seinem Lokal, wo er eigentlich also keinen gastwirtschaftlichen Betrieb mehr hat, sondern nur mehr Freunde da empfängt. Also es erhebt sich wirklich die Frage, auf welcher Rechtsgrundlage man hier so eine solche Veranstaltung hier durchführt. Ohne irgendeinen gerichtlichen Durchsuchungsbefehl dringt man also in eine in eine fremde, in ein fremdes Haus ein und führt sich da dermaßen auf. Also, wie gesagt, wie die Konstantina gesagt hat, es wird da keine Gnade geben, es wird nur mehr Rechtsstaatlichkeit geben für diese Leute, die das veranlasst haben und die nur auf Planposten herumsitzend anderen Menschen das Leben ruinieren und die Existenz ruinieren. In diesem Sinne.